Bei dem Buch, das unser Leben heute durcheinander bringt, das ist das Face-Buch. Ich habe mir selber eins gebaut. Man kann das sehr schön sehen. Das ist mein Facebook. Das kann man auch umblättern. Man kann den Button zum Liken, den müssen Sie selber suchen. Und in einigen dieser Gruppen von Bücherliebhabern angemeldet ist, dort wird man überhäuft mit Dingen, mit Fotos, mit Beweisfotos von Dingen, die man mit Büchern machen kann. Bücher werden eingemauert in marode Hausecken. Es werden Möbel gebaut, es werden Bars gebaut aus Büchern, es werden Regale aus Büchern gebaut, auf die man andere Dinge stellen kann, nur keine Bücher. Es wird alles damit gemacht. Gleichzeitig wird eine Geheimnistuerei um dieses Objekt Buch betrieben, die fast an eine Harry Potterisierung gemahnt. Und das zeigt irgendwo doch auch einen Wechsel in der Generation. Und dann möchte ich ganz kurz noch verweisen auf die Mittwochsveranstaltung. Wir versuchen etwas Neues. Mittwochs mittags um 11:45. Ich verspreche nicht so lang wie heute Abend. Ich reiße mich am Riemen und rede nur 10 Minuten am Anfang. Den Rest machen die Gäste und die sind braver als ich. Und da geht es um Schreiben heute zum Beispiel am Mittwoch, den 5. Februar. Um die gesellschaftliche Relevanz der Literatur. Dann geht es am 12. Februar um die Bibliothek von morgen, Literaturhort, überquellendes Biotop oder Infobörse. Dann am 19. Februar um die Innerschweizer Bücherwelten, ob es sie gibt und warum und wieso und wozu, zur Regionalität im Buchkosmos. Dann geht es am 26. Februar, alles hier nachzulesen auf den Zetteln, mit denen ich gleich rumgehe. Verlag oder Selbstverlag, Papier oder online, Strukturwandel im Verlagswesen. Zugesagt haben auch hier sehr interessante Menschen.